Hallo allerseits, ich bin hier, willkommen zu Part 12 von Final Fantasy 7 Remake Let's Play. Im vorigen Part haben wir den Airbuster in die Luft gejagt. Und genauso wie im Original Final Fantasy 7 sind wir danach, ja, runtergefallen. In eine Kirche. Wo wir Aerith getroffen haben. Wieder getroffen haben. Und ja, wir haben außerdem noch Yarino von den Turks besiegt und ansonsten... Ja, da gab es noch eine etwas größere Abweichung auch zum Original Final Fantasy 7. Wir haben ja jetzt diese Geister, Spekter, Whisperer, Flüsterer, was auch immer, jetzt hier am Start. Und ja, genau da sind wir stehen geblieben, dass wir zum Dachboden geflüchtet sind. Auf jeden Fall seltsam, dass die jetzt auf unserer Seite sind. Ne? Da drüben! Schnell, bevor sie uns einholen. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Hier. Und daher, ich weiß nicht warum, aber im vorigen Part gab es ein Ding. Verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt. Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Okay, ich tue kurz pausieren, damit ich es auch sagen kann. Ich weiß nicht warum, aber beim vorigen Part gab es irgendwie einen Copyright-Claim. Wegen Aerith's Theme. Ja, die YouTube-Content-ID hat's wohl als Ding erkannt, als Cover-Version und... Ja, auf jeden Fall sehr seltsam gewesen. Ich habe jetzt aber einfach ja dann dementsprechend dort die Spur sehr leise gemacht. Aber ja, war auf jeden Fall sehr seltsam. Naja. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Auf zum Bahnhof. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Ja. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Ja, was wollten die denn von der Aerith? Ja, wäre wahrscheinlich so ein kleiner Spoiler, ne? Wenn ich es jetzt sagen würde. Aber andererseits, das Original Final Fantasy 7 gibt es ja auch schon diese 23 Jahre. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Aber ja... Ist gut. Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Ja, Mai, ist die Wahrheit. Wohnt
Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Okay, was haben wir denn hier? Haben wir hier etwas? Tatsache. Oh, Ether. Ja. Ja. Aber ja, der Weg zum Bahnhof, der ist auf jeden Fall ja, ein bisschen spaßiger als noch damals im Original. So, Moment. Ist ja völlig verrostet. Nein? Lass mich vorgehen. Nicht? Okay. Schade. Dachte ich, hier gäbe es vielleicht noch etwas, aber nö, Fehlanzeige. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein! Hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber ja, wie es außerhalb Midgar aussehen wird, werden wir erst im nächsten Remake-Projekt-Teil ja Dinge dann herausfinden. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweiler. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst. Oh toll, eine Rutsche. Ja komm, Aerith, geh vor. Nein? Okay, dann mache ich. Schaffst du das? Natürlich. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen. Oh, die Musik kennt man doch. Hier ging es zum Bahnhof, ne? Mach nur aus. Das heißt, was haben wir denn hier? Was hätten wir denn hier? Cloud, wo willst du hin? Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, so wie es aussieht, können wir jetzt auch wohl Aerith hier im Kampf nutzen. Und die Frage ist halt,
Ja. Gut, bis zum Ende von CD1 brauchst du noch ein bisschen, deswegen können wir die eigentlich schon ruhig auch voll ausrüsten. Okay. Mal schauen, was für Materie hat sie. Gebet, okay. Frost, okay. Vision. Mal schauen, was könnten wir ihr denn noch geben? Was würde sie für sie Sinn machen? Naja, Aerith ist ja eher so eine Fernkämpferin. Eher mit Magie unterwegs, deswegen. Ja, komm, Magieboost. Schutzweste, ach ja. Wenn wir eh schon eins hier bekommen haben, können wir es dann auch gleich hier geben. Und ansonsten, ich glaube, es wäre besser, wenn ich hier die Elementaraffinität doch lieber Cloud gebe, weil ich mit dem ja hauptsächlich spiele. Dann machen wir, würde ich sagen, das einmal hier rein. Und dafür bekommt dann Barrett ja etwas anderes. Erstschlag wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, machen wir erstmal. Für den Anfang denke ich mal, wird schon reichen. Und natürlich, wir haben hier noch ein paar Sachen, ja noch für Aerith, ein paar Waffenmods. Die werden wir auch am besten gleich machen. So, dieses Mal nur ein Subkern, okay. Aber braucht 10. 10. Okay. Okay, danke. Läuft. Ja, was nehmen wir dann? Materia-Slot? Ja. Warum nicht? Sieht ein bisschen aus wie ein schwarzes Loch, wenn ihr mich fragt. Hat was. Und hier würde ich sagen, dann nehmen wir doch ja noch den Schaden von normalen Angriffen. Dann schauen wir doch mal, was hier der Hauptkern zu bieten hat. Oh, TP Maximum, nehmen wir. Und magische Abwehr. Ja, warum nicht? Und was nehmen wir noch? Ich glaube, magische Attacke wäre auch nicht schlecht. Ja. Alrighty. Dann lassen wir es erstmal so stehen, würde ich sagen. Dann auf zum Bahnhof. Der hoffentlich pünktlich sein wird. Ich hab's ja gesagt! Volle Konzentration. So, Moment. Den will ich. So wird das nichts. Analysieren. Auf Nummer sich. So. Selbstgefällig in die Gegend. Aha, noch so ein Ding. Gleich erledigt. Oh, die können Feuer. Vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. No.
Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Ah ja, Arif, Arif. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal. Sei ruhig, nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Er brennt wirklich. Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Hey, weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein, leider nicht. Verstehe. Einfach so eine Explosion auszulösen. Das kommt wirklich zur Unzeit. Das darf nicht wahr sein. Neue Musik. Kate Sif. Ach ja, Kate Sif, der Gute. Aber ja, der kommt erst ein kleines bisschen später. Aber nur ein kleines bisschen später. So, ansonsten, ach ja, wenn es sich hier schon anbietet, ruhen wir uns kurz aus. Boah, bevor wir Kate Sif hier kennenlernen, wen treffen wir denn noch alles? Ich überlege gerade. Yuffie? Vincent? Eventuell noch Sid? Ne, ich glaube, Sid kam danach. Ja, ich glaube, die beiden kommen noch vorher. Ja. Schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Oh nein, Monster. Gehen den Turks aus dem Weg. Okay, durch die Seitenstraßen. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum. Das perfekte Versteck also. Ah, wer kommt hier niemand vorbei? Bis hier und nicht weiter. Wo kommen diese Wesen? Wohl bloß her. Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Es muss also sein. Keine Chance. Genug. Das sollte reichen. Ab mit euch zum Lebensstrom. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Okay, was haben wir hier? Da, Moment, da will ich noch zur Sackgasse. Da gibt es bestimmt etwas. Irgendwelche Items. Irgendwas.
Wenn nicht, fress ich einen Besen. Sheesh, sind das. Ja, das sind Hülsen. Das sind aber fette Geschosse. Sehr fette Geschosse. Boah. Echt, haben wir sonst nichts? Echt jetzt? Echt jetzt? Naja, okay, dann gehen wir wieder zurück. Zur eigentlichen Route. Beziehungsweise, kann ich da? Nee, okay. Dann gehen wir jetzt zurück. So, dann mal schauen, was uns hier erwartet. Was ist hier? Echo-Schirm. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herumlaufen können. Halt. Nebenstory. Das will ich jetzt hier. Das würde ich doch gern machen. Folge dem Weg und überprüfe, ob sich das Tor von der anderen Seite öffnen lässt. Ja, voll. Okay. Da geht's aber vorbei an der Nebenquest, kann das sein? Naja, schauen wir erstmal. Oh. War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Okay. Oh, es geht in beide Richtungen hoch. Okay, das ist jetzt sehr interessant. Dann schaue ich doch mal, was es hier gibt. Dann schauen wir doch mal. Schwarzreif. Naja. Wir könnten aber den Titanreif da anwenden. Ja, wäre glaube ich keine schlechte Idee. Machen wir. Haben wir sonst noch welche? Nee, das dann leider nicht. Okay. Ja. Dann schauen wir doch mal, was könnten wir da am besten einmal einsetzen? Glücksboost?
Oder MP-Boost. Boah. Ich würde fast schon zur Barriere tendieren. Mach mir Barriere. Ah, interesting. Also nur dafür. Okay. Auch gut. Gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Okay, aber damit, wie sieht es halt dann damit aus? Boah. Sollen wir nochmal da zurückgehen? Ich würde sagen, ich tue es mal kurz überprüfen und ja, falls das dann nicht sein sollte, dann sehen wir uns dann gleich hier nochmal wieder. Okay, okay, nichts gefunden. Dann machen wir erstmal weiter wie gehabt. Spezialfähigkeit Sturm. Fertigkeit Sturm. Interesting. Das war abzusehen. So, mal schauen. Hier haben wir etwas, okay. Oh, auch gut. Ja, schauen wir mal. Scheint nichts zu sein, okay. Das ist doch sehr verdächtig. So eine große offene Fläche, aber gar nichts los. Ich denke mal, das wird noch später relevant werden.
was haben wir denn da? Gundam-Prototypen. Okay, da ging es dahin, aber da wollen wir ja noch nicht hin. Oh. Oh. Da ist eine Materia! Nein! Okay, Sheesh, das ist hier jede Menge, so ich das hier sehe. Okay, muss leider noch warten. Dann schauen wir doch erstmal, was es hier noch gab. Ach ja. Ach ja. Besser als nichts. Ah, da würde ich schon gern reingehen, aber... Ach, können wir erstmal nicht. Dann erstmal so. Vorbei am Tor. Es bewegt sich! Ja, aber nicht mehr lange. Smugger. Ach nö, stumm. Stumm. Nur kein Über. Okay. Ein ziemlich ramponierter Roboter. Interesting. Mein Einsatz. Der Feind ist geschwächt. Keine Chance. Der ist geschwächt. Es ist vollbracht. Ei, ei, ei. Okay. Von vorhin. Von hier aus sollten wir sie öffnen können. Okay, oh. Interesting. So eine kleine Abkürzung. Okay, okay. Ja. Ja. Na dann. Easy. So, wir haben schon wieder hier zig Routen. Okay, schauen wir erstmal hier. Scheint bis jetzt nichts wirklich gemacht zu haben, aber wahrscheinlich dann für dafür dann. Dann so und so. Ja. Was haben wir hier? Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob man dort irgendwie durchkommt? Und mit Mann meine ich nicht Klaus. Okay, okay. Ja, aber irgendwie klar, dass es ja dazu kommen wird. Bevor wir das aber machen, einen Moment, da kann man ja. Ah, ja, Brainfart. Ja, dann können wir eigentlich nur noch hier hochgehen.
Ja, und dafür haben wir dann das Ding hier verschoben. Okay. Okidoki. Ich wusste, dass du es schaffst. Danke, Cloud. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Hm? Meine Gesellschaft ist doch nun genug. Wie? Wie? Oh. Nintendo. Wie? Okay, wo gehen wir jetzt am besten? Hm. Okay, da ging es dahin. Da würde ich sagen... Ja, schauen wir doch mal, was hier ist. Verschlossen. Man kennt es. Und keine Schlüssel rumliegen. Oh Mann, oh Mann. Schade, schade. Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Slums von Sektor 5. Zentrum. Was ist da los? Hey! Ist was? Ich befinde mich nun im Inneren von Makoreaktor 5. Wie Sie hier sehen können, steigt immer noch viel Rauch auf. Das dort sind wohl eingestürzte Stahlsäcke. Und das, nach so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt worden zu sein. Wollen diese Kriminellen etwa einen neuen Krieg anzetteln? Sie sind die Leiterin von Shinras Rüstungsabteilung, richtig? Wenn man die Verbrecher fasst. Darf ich Sie um eine Stellungnahme bitten? Jetzt nicht. Nun mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten, wie die derzeitige Lage in Makoreaktor 5 ist? Uns passiert hier nichts. Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche. Und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Nichts! Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Ja. Der Akku ist mal wieder leer gegangen. Mal wieder. Aber ja, Nest hatte zum Glück ja Ding parat. Deswegen alles gut. Ah, Aris, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid. Ist gerade etwas schlecht. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Aris! Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor.
Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ich muss los. Tschüss. Ihr könntet Brüder sein. Aber ja, dann würde ich sagen, der Bug geht ja auch schon lang genug, ne? Wir wollen ja jetzt die Passage ein bisschen kürzer halten, aber ein kleines bisschen. Aber ja, wie gesagt, da würde ich sagen, wenn wir jetzt mal den Part, im nächsten Part gehen wir dann, ja, zu Aerith nach Hause und ja, mal schauen, was es sonst alles geben wird. Ihr seid auf jeden Fall gespannt darauf. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Und wenn ihr jetzt einer der ersten Hausenden wollt, wenn ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert den Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram, Snapchat und Twitch-Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you!